Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Musical-Podcasts Musical und mehr. Ich bin so aufgeregt. Ich habe meine erste Podcast-Kooperation. Ich wurde gefragt, ob ich Lust hätte, mir das Musical Himmel und Kölle anzuschauen und vielleicht ganz nebenbei noch die eine oder andere Podcast-Episode zu drehen. Und was habe ich mich gefreut, als ich auf der Besetzungsliste Markus Schneider entdeckt habe. Markus Schneider-Batch, wie er manchmal auch genannt wird, und ich kennen uns nun schon von 2 Hair-Produktionen. Und neben seinen vielen, vielen Produktionsbabys hat der junge Mann nun auch ein 6 Monate altes Töchterlein bei sich zu Hause. Und wie er das alles unter einen Hut bekommt und welche Tipps und Tricks er für euch hat, nun das hört ihr jetzt. Hallo liebe Musical- und Mehrhörer, ihr hört, es hallt heute ein bisschen. Das liegt daran, dass ich mit meinem Gast hier in Köln sitze, im Stadthotel am Römerhof, glaube ich. Römerturm. Ich glaube, das ist der Turm, der gleich da draußen die Ruine noch steht. An dem bin ich vorbeigelaufen, das sollte ich wissen. Der sah nämlich auch gut aus, also sehr, sehr schön. Im schönen Köln, weil ich mir heute hier Himmel und Kölle angucken darf und mir dann gleich den hübschesten Darsteller hier abgegriffen habe und gesagt habe, so, mit dir mache ich jetzt ein Interview. Und deswegen sitze ich hier mit Markus Schneider. Hallo! Hallo Martina. Hi. Sehr schön hier zu sein. Ich freue mich sehr. Als ich gehört habe, dass du das Interview machst, habe ich mich wirklich sehr gefreut. Me too. Weil das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war erstmal so eine ganz tolle Produktion, die wir zusammen gemacht haben. Ja. Mega. Und zwar war das? Herr in Bad Hersfeld. Genau. Das war wirklich... Ich musste so lachen, es hat mir sofort eine, also meine Vermieterin auf Insta geschrieben und meinte, yeah, Genie und Woof wieder vereint, ja, genau. Wie damals unterm Sonnenschirm. Das ist eine großartige Szene in der Pause. Da lernt man Zeit totschlagen, das ja. Ist richtig, richtig gut. Das stimmt, ja. Oh, mega. Ja. Ja, das war ein cooler Sommer. Das war 2019. Das war 2019, ja. Genau. Ja, toller Sommer war das. Super anstrengend. Und aber, also ja. Ja, ich bin richtig fit geworden heute mit dieser Produktion. Ja, so diese, viel rumgelaufen bin ich selten. Also diese Choreos sind einfach, aber ich erinnere mich auch, das war doch, weil wir haben es ja im Jahr davor auch schon gespielt, aber in dem Jahr war das doch mit dem Wolkenbruch, der inszeniert war, der aber wirklich, ja, wirklich da passiert ist, wo er inszeniert war. Also wir hatten da eigentlich so einen armen Bühnentechniker, der immer mit einem Gartenschlauch rumgelaufen ist und den Regen simuliert hat. Und da gab es eine Vorstellung, da ging es ab. Da wirklich wie auf Kommando war ein Wolkenbruch und ein Gewitter. Die Band ist geflüchtet, alle Darsteller möglichst schnell, alles festgehalten, was nicht irgendwie wegfliegen, damit es nicht weggeflogen ist. Und dann haben wir sogar so einen Regentanz gemacht vorne. Genau! Und stop the rain, no more rain. Und es hat geholfen, wir haben es zu Ende gespielt. Ja, genau. Also es war... Kannst du dich denn noch erinnern, was so dein erster Kontakt mit Musik war oder mit Musical oder mit, wie bist du zu Musik gekommen? Also zur Musik, das hat schon viel früher begonnen als Musical. Musik, glaube ich, habe ich einfach immer schon gemacht. Es kommt mir so vor, als hätte ich schon als kleiner Junge immer vor mich hingesungen und auch irgendwie so Lieder improvisiert und geschaut, wie ich, wenn ich die Melodie so anfange, wie ich dann hintenrum wieder so rauskommen kann. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja. Dann habe ich recht früh mit Klavier und mit Gitarre dann irgendwann angefangen und habe mir damals, als wir noch in einem Haus gewohnt haben, den Keller ausgebaut und mit diesen Eierkartons ausgestückt, damit es nicht so hallt, und habe da unten Musik gemacht und das meistens auch mit meinem Bruder zusammen. Okay. Mein Bruder war dann irgendwann Schlagzeuger und ich habe dann E-Gitarre gespielt und wir haben dann auch kleine Bands gehabt und Auftritte in kleinen Cafés dort in der, also ich bin in Rosenheim aufgewachsen, da ganz unten in Bayern. Das heißt auch nicht so die Musical-Metropole der Welt, möchte ich jetzt mal behaupten. Definitiv nicht. Nee, also das war mein Zugang zu Musik, dass ich dann eigentlich ganz lange selber, ich habe auch dann, singen war für mich so etwas, ich bin von der Schule nach Hause gekommen, in den Keller gegangen, habe Gitarre gespielt und dazu gesungen. Das war ein großartiges Ventil für mich, einfach um,
weiß nicht, was ich da alles verarbeitet habe, aber ich glaube, das war notwendig für mich. Ja. Das heißt, du warst einer von den Cool Kids in der Schule. Du konntest Gitarre spielen. Ich konnte Gitarre spielen, ja. Ja. Das hat mir tatsächlich auf so vielen Lagerfeuern... Chick Magnet, so ein bisschen. Ja, das, ja, könnte sein, dass das funktioniert hat, ja. Aha. Ja. Genau, das haben wir wirklich auch viel gemacht. Immer unsere Instrumente, egal wo wir hin sind, immer mitgenommen und Musik zusammen gemacht. Sehr cool. Und was war dann so der Knackpunkt, dass du gesagt hast, also im Keller ist ja okay. Ach ja, aber natürlich. Wie dann... Der Schritt zum Musical. Ja, zum professionellen Musiker sein. Das war, da habe ich glaube ich einfach Glück gehabt. Okay. Ich muss dazu sagen, ich glaube, ich bin sowieso ein Glückspilz. Das ist ganz... Also mein Leben lang kamen Sachen immer auf mich zu, im richtigen Zeitpunkt, und die mich irgendwo hingeführt haben, was wirklich gut war für mich. Und da war es das Gleiche. Eine Freundin meiner Eltern hat, die sowieso sehr künstlerisch angehaucht ist, uns den Tipp gegeben, dass in Graz Musical-Workshops gegeben werden. Unter anderem war da eben dann ein Dozent von der Folkwang in Essen, aha, wo eine Musical-Ausbildung auch angeboten wird. Ach so, Michael dort, war Michael, da, oder? Ja, klar. Ja. Genau. Waren das die Grazer, also der Grazer Akademie, Sommerakademie? Sommerakademie hieß das, genau. Wie lustig, dass du da auch das? Warst. Ja, natürlich. Nein, no. Ich habe da einen Clown-Workshop gemacht, einen Sommer lang. Wirklich? Ja, und ich habe den Musical-Workshop gemacht. Ach, wie cool. Wann warst du denn da? Oh, da fragst du mich jetzt zu viel. Das war während der Ausbildung im dritten Jahr. So Pi mal Daumen? Was für ein Jahr das gewesen sein könnte? So. Warte, ich war 2011 fertig. Achso, 19, nein, ja, 2009, 2010 wahrscheinlich. War ich ein paar Jahre vorher da. Ja. Okay. Ja. Und das habe ich eben, diesen Workshop habe ich eben zweimal gemacht, und dann haben die beiden, die das geleitet haben, eben diese Karen Babcock und Michael Mills, gemeint, ich sollte die Aufnahmeprüfung an der Folkwang probieren. Mhm. Und ich hatte aber dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon in Regensburg angefangen, Sport und Englisch auf Lehramt zu studieren. Und war dann dort im dritten Semester. Ich hatte mir eigentlich immer gedacht, dass ich Lehrer werde. Sehe ich auch. Und habe dann diese Aufnahmeprüfung probiert, in dem Wissen, dass mein Kontakt zu Theater super gering war. Ich habe natürlich ein paar Mal Musicals angeschaut, live und so, und war öfter mal im Theater und sowas. Aber dass ich das selber machen könnte, habe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht dran gedacht. Sondern es war, also Musical, den Musical-Workshop allein schon habe ich nur deswegen gemacht, weil ich gelesen habe, dass das diese drei Disziplinen, Singen, Tanzen und Schauspielen, verbindet. Und ich immer schon ein sehr körperlicher und motorischer Mensch war oder bin. Das macht mich glücklich, wenn mein Körper das machen darf. Singen macht mich sowieso glücklich, und Schauspiel, ja, hört sich interessant an, dachte ich mir. Und deswegen habe ich diesen Workshop gemacht und habe dann auf Anraten von Michael Mills eben diese Aufnahmeprüfung probiert und hatte in diesen, ich glaube es waren 3 oder 3,5 Tage, die diese Audition gedauert hat, so einen Spaß und so wenig Druck in mir, ja, und das alles mitgenommen und war so frei, dass die mich dann auch gleich genommen haben. Wie beim ersten Anlauf, ja, und einfach, ja, so, auf einfach so, ja, schön. Ja. Und dann habe ich erstmal natürlich gebraucht, ohne zu wissen, was das wirklich bedeutet, Musical-Darsteller zu sein. Ja. Und, ich meine, ich wusste schon, dass es quasi eine 180 Grad andere Richtung ist, im Gegensatz zu Lehrer, der seine geringen Arbeitszeiten und Ferien und Bezahlung und was ich weiß. Und einen Wohnort. Aber ich habe mich dann glücklicherweise dazu entschieden, diese Ausbildung zu machen. Mhm. Und das war auch dann wirklich ganz, ganz großartig. Also vor allem nach der Erfahrung, nach diesen 1,5 Jahren, Sport- und Englischstudium, wovon wirklich viel eine Pflichtveranstaltung für mich war, wo ich wusste, okay, das muss ich machen und abhaken und mir reinziehen, damit ich etwa einen Schein kriege oder Punkte oder sonst irgendetwas. Und, aber es war nichts, was ich gefühlt habe. Genau, und an der Folkwang konnte ich gar nicht genug davon bekommen. Obwohl es definitiv zu viel ist, was dann das erste Jahr mit 60 Stunden die Woche oder sowas, aber ja, ich konnte nicht genug kriegen. Es war irre. Es hat mich ja wirklich irre motiviert, da so hart wie möglich zu arbeiten. Ich fange jetzt gleich an zu schwärmen über die Folkwang, pass auf. Also, ja, ja, das geht also fast jedem so, den ich dann mal interviewe. Ja. Ja. Also ich fand es großartig. Ich hätte auch nach diesen 4 Jahren, hätte ich gedacht, boah, ich würde gerne noch ein 5. drauf machen.
Einfach nur, weil ich gemerkt habe, dass ich so viel daraus ziehen kann aus dem, weil erstmal diese Dozenten sind fantastisch. Mhm. Wir sind nur zu sechs im Jahr. Es ist wirklich ein ganz persönlich. Es ist die Einrichtung dort, wir haben da so eine weiße Mühle direkt an der Ruhr für uns, wo der ganze Unterricht stattfindet. Dann ist es auch noch so gewesen, an der Folkwang ist die Kooperation mit anderen Bereichen wie moderner Tanz und Regie und die Schauspieler und sowas. Man ist dann nah auf einen, einen Haufen in diesen kleinen Werben da draußen, außerhalb von Essen. Das ist fantastisch. Die Kurse, die ich mitgemacht habe, allein bei den Tänzern, weil ich am Anfang so viel Tanz machen wollte und mitgenommen habe. Ich wüsste gar nichts Einzelnes, was da jetzt so rausgestochen wäre. Ja, aber das ist ja schon mal ein sehr cooler Punkt mit dieser Möglichkeit zur Interaktion, dass du einfach auch bei anderen Abteilungen reinschauen kannst und dass das auch erwünscht ist. Ja, das ist doch super. Also bei uns zum Beispiel ist das erste Jahr der Schauspielunterricht mit den Pantomimen, den Regieleuten, den Schauspielern, die Musicals sind eben dann auch mit dabei, die Tänzer nicht, die haben keinen Schauspielunterricht, aber wir sind ja erstmal zusammen das erste Jahr in so einem Gruppenunterricht und das finde ich fantastisch, erstmal auch zu sehen, was die anderen aus anderen Bereichen davon halten und wie die das damit umgehen und so. Das ist ja super spannend. Da geht ja auch sicher jeder anders an das Thema ran, ne? Wenn du eher aus dem Körperlichen kommst und was darstellen sollst, bist du wahrscheinlich da eher zuerst im Reiten. Und trotzdem macht man ständig gemixt irgendwelche Projekte zusammen und kann sich da eben auch aneinander reiben und was abschauen. Und, sehr cool. Dann hast du deine Ausbildung fertig gemacht, in Essen. Und wie damit war ich dann 2008 fertig. Okay. Genau. Und dann ging es wie weiter für dich? Dann habe ich Auditions gemacht, was das Zeug hielt. Ich habe nichts ausgelassen, bin die ganze Deutschland rumgefahren. War dann auch wirklich gleich sehr erfolgreich. Also für meine Verhältnisse. ich dachte, okay, ich bin jetzt fertig und ich weiß gar nicht, wie das so geht. Ich habe während der Ausbildung tatsächlich schon am Düsseldorfer Schauspielhaus immer wieder mal so ein bisschen so kleine Rollen gehabt im Schauspiel oder Statisterie irgendwo mitgemacht. Aber so wie das wirklich läuft, hatte ich eigentlich immer noch keine Ahnung. Das weiß und man dann direkt nach der Ausbildung noch nicht so wirklich. Ja, ja. Und dann ging es los. Aber an den Stadttheatern habe ich dann Produktionen gemacht. Und ich habe meinen Fokus auch eher darauf gelegt. Ich habe meine Vorsingen hauptsächlich für diese Art von Produktionen, die an Stadttheatern stattfinden, gemacht. Und zwar nicht so sehr für die Ensuite Long Run Produktionen. Mhm. Ich dachte, das würde mir mehr entsprechen. Weil die Art des Arbeitens und ich glaube auch die Art der Stücke. Weil du dachtest, da kannst du diverser sein oder... Ich dachte, ich könnte mehr von mir aus, ich glaube, ich bin ein großes Spielkind. Mhm. Und ich liebe es, selbst mitzuentwickeln, selbst mitzuarbeiten, Sachen einzubringen und weiterzuentwickeln. Und wenn ich das machen kann, und da hatte ich großes, großes Glück, auch die richtigen Leute dann für eine ganze Zeit lang zu finden, die das auch bei mir zugelassen haben und die mich genau dafür auch haben wollten, diese Leute zu finden und mit denen viel zu arbeiten, weil das mir einfach mehr entspricht, glaube ich. Ja. Ja, sehr gut. Okay, das heißt, du hattest im Kopf so, Long-Run-Produktion ist eine Schablone und dann müssen die Leute dann hineinpassen. Genau. Da hast du dann einfach nicht so viel Bewegungsfreiheit in dem, was du da tun sollst. Also ich muss dazu aber sagen, davon habe ich wirklich, wirklich wenig Erfahrung. Also dieses hier in Köln, Himmel und Kölle, ist quasi meine erste Ensuite Long-Run-Produktion light. Die Einsteiger-Ensuite-Show. Ja, ist doch gut, ist doch okay. Ja, aber ansonsten ging es wirklich ich mache das jetzt seit der Ausbildung eben jetzt schon seit 13 Jahren. Mit den Stadttheaterproduktionen wunderbar. Also, ja. Was waren zuerst mal so rein nach die Stücke, die du so gemacht hast, ganz schnell im Überriss? Und was waren deine Lieblinge daran? Wow, okay. Also das erste große Highlight kam wirklich ziemlich zum Anfang und das war Hair in Kassel. Okay. Weil da
das war eine Produktion und da habe ich gemerkt, wie mich diese Art zu arbeiten, diese Arbeit mit den Leuten zusammenzuarbeiten, wie mich das catcht und rein in sich reinzieht. Mhm. Also es war wirklich, ich bin da versunken in diese Produktion. Und die haben wir Gott sei Dank auch wirklich sehr lange gespielt, weil die war 2 Spielzeiten in Kassel, dann wurde sie nach Mannheim verkauft, 2 Spielzeiten und dann noch nach Bonn. Und immer mit derselben Truppe. Und ja. Das war ein Highlight. Ja, was habe ich dann noch gemacht? Ich habe recht viel My Fair Lady, recht viel West Side Story. ja, klar. ich habe auch Sweeney Todd in Braunschweig. Und da war eben damals noch Philipp Kochheim, der Operndirektor. Und dem habe ich davor schon viele Produktionen gemacht. Und dann eben, als er dort in Braunschweig Operndirektor war, dort auch einige Produktionen. Und Philipp hat mir immer, ja, hat irgendwie Vertrauen in mich und hat mich immer für Sachen angefragt, die ich mir selber erstmal gar nicht zugetraut hätte. Mhm. Und hat gesagt, ach, das machst du schon. solche Leute braucht man. Ja, das ist total. Seelenweise auch als Künstler, echt. Ja, das auch im Nachhinein. Dann, ja, weil ja, davor habe ich mir wirklich immer erstmal in die Hose gemacht, weil zum Beispiel habe ich eben Sweeney Todd gespielt. Ja. Und den Sweeney Todd. Ach, du hast Sweeney gespielt? Ja, genau, nicht Anthony Bass, oder irgendwas. Baritonpartie. Und, ich dachte, nee, das ist meine Ansage. Ja. Und ich fand es eine irre Produktion. Hatte tierisch Schiss davor, aber irgendwie ging es dann auch. Ja. Ja. Aber es ist doch super, auch dann mal so ein bisschen Outside of the Box zu besetzen, genau, weil dann kommen wahrscheinlich ganz andere Töne raus, die man so halt dann noch nicht kennt. Genau, ja. Nice. Und da musste ich mich wirklich viel reinarbeiten. Ja. Aber es ging dann auch. Was war noch dabei? Maria de Buenos Aires habe ich mit denen auch dann in Aarhus gemacht. Ganz tolle, kleine. Es gibt ja so wunderschöne kleine Produktionen. Wie jetzt zum Beispiel bin ich in einer wunderschönen Produktion von Last 5 Years in Braunschweig. Oh, schön. Genau. Ja. Also es müssen gar nicht immer die großen Produktionen sein. Apropos große Produktion, was auch ein Highlight war, Ragtime. Auch in Braunschweig, was dann auch nach Graz ging und dort auch gespielt hat. Noch Highlights. Okay. Oh, das ist jetzt sicher so ein Punkt, wo ich dann später rumlaufen und mir denke, ach, das hätte ich noch sagen müssen. So viele Highlights. Ich habe Chess in Koblenz gespielt. In Koblenz spiele ich immer wieder mal. Wunderschönes kleines Theater, ganz treuen Intendanten, tolle Stadt, tolle Leute da im Haus. Dadurch, dass ich immer an Stadttheatern gearbeitet habe, ist es halt so, dass ich einfach immer nur 6 Wochen dort irgendwo verbringe und dann zu den Vorstellungen komme. Ja. Und ich war einmal 3 Jahre eben fest in Braunschweig am Haus angestellt für die Musicals. Ja. Nur, aber habe dann dadurch so eine gewisse, ja, ich habe mich da in dieses Haus ein bisschen reingelebt. Was sonst auch im Laufe der Zeit, wenn ich öfter in einem Haus gespielt habe, auch passiert ist, aber nicht ganz so. Mhm. Aber ich merke, wenn ich irgendwo mal ein paar Mal war, dann ist es immer wie nach Hause kommen. Und das habe ich wirklich sehr genossen, als ich da eben mal 3 Jahre da in Braunschweig war, dass es so eine, dass das mein Theater wurde und ich nicht nur dort als Gast war. Mhm. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das der große Unterschied ist zu, wenn man irgendwo fest ist und seine 8 Shows die Woche spielt, dann ist das einfach, dann ist das dein Theater, deine Crew, dein Ensemble. genau. Es war, die Produktionen waren immer meine Babys, auf jeden Fall. Mhm. Das ist auch jetzt nicht verloren gegangen, dass ich immer das zu meinem mache, was ich da gerade mache. Aber trotzdem ist es gefühlsmäßig für mich ein Unterschied, weil es einfach, ich glaube, mein Kopf weiß schon, das sind jetzt 6 Wochen Probezeit. Mhm. Danach seht ihr euch vielleicht noch 2-mal im Monat, wenn es hochkommt. Mhm. Und möglicherweise schaltet mein Gehirn da auch manchmal, oder mein Herz, ich weiß nicht, wer das ist, auf eine, pass auf. Oder auf eine, wie sagt man das? Es schaltet auf Vorsicht vielleicht sogar. Okay. Mich nicht ganz so. Ach so, nicht ganz so attention. So, ja, genau, nicht genau. Weil du dann ja wieder weg musst. Es ist, genau, es ist demnächst vorbei. Okay. Also so habe ich das schon ein paar Mal jetzt an mir bemerkt, dass da eine gewisse Vorsicht teilweise ist. Mhm. Wurde dir denn da irgendwann mal so das Herz gebrochen? Also, oh, ein paar Mal. Wo du einfach so mit Leuten eine so gute Zeit hattest und dann ist es vorbei. Natürlich. Das ist furchtbar. Ja, das ist wirklich schlimm. Ja, und vor allem, die Leute wohnen
in der Welt verteilt. Genau, es ist nicht so, dass man dann sagen kann, ey, hast du heute Abend Lust auf ein Bier? Mhm. Ja klar, ich setze mich hinzu, bin in 5 Stunden da. Frage an dich, weil es war auch was, was ich gemerkt habe. Ich habe in meinem Umfeld in Stuttgart gesehen, als im Corona losging, die Leute irrsinnig damit gestruggelt haben, dass sie jetzt auf einmal nicht mehr gemeinsam Kaffee trinken gehen können oder nicht mehr sich mal abends auf ein Bier treffen. Und das war so ein, ja, also natürlich mag ich das nicht, dass mir das weggenommen wird, aber ich bin es irgendwo gewohnt, dass ich jetzt nicht mit meinen Lieblingsmenschen halt einfach mal Kaffee trinken gehen kann, weil meine beste Freundin wohnt in der Steiermark und mein bester Kumpel wohnt in Hamburg und ich wohne in Stuttgart, weil halt Künstler überall verteilt sind, immer gefühlt. Also das ist mir auch aufgefallen, aber das ist mir eher auf so einer ganz allgemeinen Ebene aufgefallen, dass ich dachte mir, und das habe ich bei Freunden eben auch, die in diesem Job arbeiten, gesehen, dass wir es, glaube ich, mehr gewohnt sind, dass wenn sich etwas ändert, dann passen wir uns an. Oder beziehungsweise, okay, dann verlangt diese Situation jetzt eben so ein Verhalten oder so und so. Und von vielen anderen, die so eine gewisse lebenslange Routine gewohnt sind, ist das natürlich ein Riesending, wenn man auf einmal Sachen nicht mehr machen darf, nicht mehr kann. Und wenn das Leben auf einmal so beschnitten wird auf eine Art und Weise. Und wie du sagst, für mich war es, ja, okay, dann ist das halt jetzt so. Mhm. Ist so, bumm, aus. Und ich bin damit eigentlich mit der Beschränkung relativ gut zurechtgekommen. Für mich, ja. Und glaubst du, das kommt daher, weil wir einfach dann die Rolle ändern? Oder glaubst du, dass diese Flexibilität davon kommt, dass du einfach immer wieder neue Situationen anders bedienen musst, ja, berufsbedingt? Ich glaube schon. Also es übt sich natürlich dadurch, aber vielleicht sind wir aber auch von Haus aus natürlich Leute, die leicht mit sowas umgehen können, weil jemand, der seine Routine braucht, jeden Tag 9 bis 5 oder ja, das wird schwierig mit diesem Job. Definitiv. Es ist extrem schwierig für mich. Ja, ja, total. Und ich würde mich als jemand bezeichnen, der sehr gerne unterwegs ist, der sehr gerne rumfährt und viele Sachen erlebt und unterschiedliche Sachen probiert. Aber auf Dauer ist es ganz schön anstrengend. Mhm. Ja. Das heißt, das wäre so eine, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei-Frage. Genau, also, ist man dieser Typ Mensch und geht dann in den Job oder macht einen der Job dann auch ein bisschen zu dieser Art Mensch? Richtig, die Frage. Ja, genau. Genau. Das ist eben die Frage, weil ich immer schon auf der Suche nach so einem gewissen Plan B war zu diesem Job, weil von Anfang an habe ich gemerkt, dass das extrem anstrengend ist, auf allen möglichen Ebenen diese ständig unterwegs sein. Das bringt eben dieses Arbeiten anstatt ja damit sich. Wirklich die Reise, meinst du jetzt? Dieses, oder? Also wie jetzt zum Beispiel mein Leben aussieht, ich habe immer so 3 bis 7 Tage Portionchen in irgendeiner Stadt. Mhm. Dann bin ich mal in Köln, dann bin ich mal in St. Gallen. Also ich spiele gerade in Köln und in St. Gallen spiele ich gerade Wüstenblume und eben in Braunschweig spiele ich noch Last 5 Years. Und dann habe ich noch so 3 bis 4 Tage Portionchen auch zu Hause. Aber ich merke, dass diese 3 Tage zu Hause, da geht eins wieder, Sachen wieder herrichten, Wohnung wieder Ding, dann falle ich vielleicht mal kurz in irgendein kleines Loch oder auch nicht, ich weiß nicht. Das braucht auch seine Zeit und dann geht es schon wieder los. Es ist also nicht so, es gibt nirgendwo so eine Regelmäßigkeit oder etwas, wo ich etwas tatsächlich aufbauen kann. Ich muss alles immer mitnehmen, was ich längerfristig machen will. Ja, zum Beispiel Gitarre. Habe ich mir jetzt überlegt, ob ich die mitnehme, aber ich dachte mir, okay, das geht jetzt nicht, weil ich danach nämlich noch weiterfahre und dann mit dem Zug und sowas ist mir alles so aufwendig. Ja, das verstehe ich. Oder zum Beispiel jeden Mittwoch einen Tango-Kurs zu machen. Geht auch nicht in Kassel. Tanze Tango? Ich tanze Standard-Tanz. Standard-Tanz. Also ich habe alles, da war Tango auch dabei und das vermisse ich. Ich bin Österreicher. Ja, wir haben Ballkultur bei uns. Ja. Und das ist so, das vermisse ich wie nur was, damit habe ich meine ganze Jugend, während alle anderen Clubbing und so gegangen sind, nicht, dass es das bei uns gab, aber so irgendwie fortgegangen sind, weil ich halt mit meinen Leuten im Tanzkurs und habe das gibt es jetzt alles nicht mehr und das ist richtig schwierig, was auch immer abends ist. Ja, genau, das stimmt, das schließt sich wieder aus. Ja, genau. Ja. Okay, das heißt, du musst dein Leben also quasi immer dabei haben und auch immer gefühlt 5 Schritte nach vorne planen. Ja. Weil du schon wissen musst, was du in der zweiten Tasche für den übernächsten Job dabei haben musst.
hat man ja schon mal gesagt, ne? Unser Job ist nicht der familienfreundlichste, aber weil das du sagst, weil es ja eben immer schon wieder am Absprung ist und man nie mal ankommt und mal so ja, sich verwurzeln kann. Genau. Wie holst du dir denn dann die Erdung, die du ja trotzdem brauchst im Leben? Weil sonst bist du ja nur flaky und genau, nur noch aufgeregt. Ja. Und ich glaube, das passiert auch regelmäßig. Und da bin ich, ja, da habe ich so manche, vielleicht ein paar Tricks entwickelt, die mir super dabei helfen, aber ich verpasse diesen Moment auch oft. Und dann, ja. Danke, dass du das sagst. Dann ich auch, das tut gut. Dann fliege ich irgendwo rum, ja. Aber während zum Beispiel, während des ersten Lockdowns, den ich, ich muss es zugeben, den habe ich wirklich genossen. Mhm. Ich hätte mir selbst niemals so eine Auszeit zugestanden oder eingeräumt. Das hat mir wirklich sehr gut getan. Und vor allem, da war noch ein bisschen so die Hoffnung, dass das noch alles einigermaßen gut ausgeht. Ja. Der zweite war dann wirklich ganz schlimm und schrecklich, wirklich sehr dunkel. War ja auch nur Winter. Ja, war ja super, das hilft dann natürlich aber auch. Aber was ich dazu sagen wollte, ist, dass ich eben in der Zeit eben in Kassel war und einfach ja, zu Hause und einfach auch mal Zeit hatte und auch Zeit für Freunde da hatte oder Zeit dort etwas zu etablieren, was ja in, nur im geringeren Maße dann ging, durch Corona bedingt, aber trotzdem immerhin. Und ja, da kommen, das ist halt etwas, was mit dem Job nicht so leicht passiert, weil ich einfach nicht da bin. Mhm. Ich glaube, das Dasein ist auch einfach. Ja? So einfach, ne? Ja, eigentlich so wenig, aber ich habe es mit meinem Neffen gemerkt. Ich bin da, also man sagt immer, man lernt von Kindern und ich weiß nicht, ja. Aber der wird jetzt 3 im November und wir haben uns in seinem ganzen Leben 5-mal gesehen bisher, weil der halt in Österreich ist und ich bin hier. Und es ist ihm egal. Weil der weiß auch nicht, was ich für ein Typ bin und was ich gerne esse und was meine Meinung ist und was alles. Das ist ihm alles Schnuppe. Ich bin da und dann spielen wir miteinander und dann kommt er und sagt, willst du mit mir raufen? Und ich sage, ja! Und dann raufen wir miteinander und dann freut der sich einfach nur, egal was wir machen halt was zusammen und das ist genug für Glück. Absolut, genau. Das ist so, wow, krass. Ja. Genau, total. Würde ich absolut unterschreiben. Habe ich auch die Erfahrung mit Kindern. Ja. Weil die das eben noch können. Dieses, ach, du bist da, alles klar, machen wir, los geht's. Ja, total. Das wird ja ab einem bestimmten Alter dann ein bisschen schwieriger. Mhm. Ja, klar. Weil dann auch Erwartungen dabei genau kommen. Genau. Ja. Also, das ist meine Erfahrung auf jeden Fall. Was sind deine Sachen, mit denen du dich erden kannst? Weil du meinst, du hast ein paar Tricks entwickelt. Mhm. Ich habe vor einigen Jahren jetzt schon angefangen, aus einer gewissen Not auch heraus, weil ich nicht mehr gewusst habe, wie ich mich auf die Reihe kriege, habe ich Meditation angefangen. Mhm. Und alles, was da so dranhängt mit Atemtechniken und Yoga. Und das ist etwas, wenn ich es, ich muss dazu sagen, wenn ich es konsequent mache, dann hilft mir das super schnell und ganz effektiv. Mhm. Bin ich jetzt auch seit einiger Zeit wieder Gott sei Dank konsequent dran, das zu machen. Und es hält mich auch gut über Wasser. Das ist etwas, was mir wirklich hilft. Und wir haben noch, ich kann mich erinnern, nur weil Atemtechniken, ich mag so etwas. Ich muss dazu sagen, ich glaube, ich mag alles, was mich in gewisser Weise frei macht, weil diese Techniken sind etwas, was ich mit mir selber machen kann, ohne dass ich irgendetwas von außen brauche, zusätzlich oder sonst irgendetwas oder irgendwas einschmeißen muss, irgendwen einen Lehrer braucht, sondern es macht mich bisschen, ich kann etwas an mir verändern oder in Lot bringen. Und dazu gehören für mich auch bestimmte Atemtechniken, je nachdem, was man so braucht. Und ich kann mich erinnern, dass wir währendher habe ich mit einigen immer so eine bestimmte Atemtechnik davor gemacht. Hast du das nicht mitbekommen? Nee. Das war wahrscheinlich dann einfach nur in der Jungsgarderobe, ja. Okay. Und wir haben das ab und zu draußen gemacht. Okay. Ja, nee, das ist etwas. Das würde ich jetzt sofort aufsaugen, seitdem ich dieses Buch Brief gelesen habe. Kennst du das? Das kenne ich, ja. Das war, ich glaube, muss dieses Jahr gewesen sein auf der New York Times Bestsellerliste über jemanden, der über Nasenatmung und die Wichtigkeit jetzt auch gerade in einer
Zeit, wo Luft und Atmen lebensgefährlich ist, ja, und die Leute immer mehr in sich zusammenfallen und, ja, immer flacher atmen, genau, ja, vor lauter Ansteckungsangst, mhm, und so, wie wichtig es ist und die ganzen medizinischen Aufschlüsselungen, was es mit deinem Körper macht, wenn du auf die eine Art atmest oder auf die andere. Ja. Ja. Und ich habe die ganze Zeit, wenn jemand mal so Atemtechnik angeboten hat, weiß ich, atmen kann ja jeder. Ne? Mhm. Und jetzt auf einmal so, oh mein Gott, ich habe das echt, was habe ich mir mein Leben schwer gemacht? Da gibt es ja wirklich total ganz vieles, wie man sich helfen kann. Total. So wichtig. So wichtig, mhm, genau. Und sofort, mhm, einsetzbar, wirkt sofort, ja. Kann auch dein Plan B werden übrigens, ne? Weil ganz viele Sänger gerade Leute unterrichten, wie man atmet. Ja, tatsächlich. Genau. Das ist auch, also nicht unbedingt diese Atemtherapie oder so etwas, aber grundsätzlich habe ich immer noch alles, was unter dem Bereich Pädagogik, Lehrer oder sowas, das habe ich noch irgendwie im Blick. Also vielleicht kommt das sogar noch einmal. Himmel und Kölle, das ja mega abgeräumt hat, auch bei dem Deutschen, ja, Musikpreis. Yes! Das ist Fragen. Oh, habe ich mich gefreut. Oh Mann. So cool! Ja. Ja. Warst du in Hamburg, oder? Ich war auch in Hamburg und wir haben ja den Preis für den besten Produzenten und die beste Ensembleleistung, ja, und dann noch die besten Nebendarsteller mit Marc Weigel und Vera Bolten. Ach, ich hab mich gefreut, wie ein Schnitzel, wirklich. Super. Ich war da noch nie dabei. Was ist der Deutsche Musicalpreis? Wie kann man, ja, sich das vorstellen? Ist das der Oscar der deutschen Musical-Szene oder was? Also ich habe mich definitiv so gefühlt, als wäre ich gerade bei den Tonys oder den Oscars. Es war eine tolle Veranstaltung. Ja, glamourös. Ja. Ja. Ja, irgendwie alle waren gut drauf. Man hat viele bekannte Gesichter wieder gesehen. Leute, die ich schon jahrelang nicht mehr gesehen habe. Musikalische Leiter wieder getroffen, mit denen ich irgendwann mal Produktionen gemacht habe. Also dafür ist es einfach toll, weil so viele Leute aus den unterschiedlichsten Ecken, also Deutschland, Österreich und Schweiz zusammenkommen. Ja. Deswegen, ja, eine tolle Veranstaltung. Ganz, ganz wunderbar. So wie ein IFO, aber für Leute, die schon im Beruf stehen. Ja, genau. Ah. Ja. Ja. Verstehe. Ja, mega toll. Echt, ja, so gefreut. Mhm. Wirklich sehr, sehr gefreut. Und das heißt, du hast jetzt, habt ihr jetzt diese, ist das ein Pokal? Oder? Ja, wir haben wo steht Pokal, der jetzt? Ja, wer hat, ja, den bekommen? Also den beste Ensemblepreis, den haben wir mitgenommen. Also, ja gut, die Einzelnen, die Vera wird ihren haben, Marc wird seinen haben und Frank Blase auch sein. Aber wir haben unseren Ensemblepreis, haben wir in der Garderobe stehen tatsächlich bei uns. Fantastisch. Mhm. Brief mich doch mal ein bisschen, mhm, was erwartet mich denn da heute Abend mit Himmel und Kölle? Himmel und Kölle. Oh. Weil als ich, lustigerweise, als die Vera zum ersten Mal davon erzählt hat, war ich so, aha, okay, ein Kölner, ich bin ja Österreicher, ich kenne, mhm, mich mit dem Ganzen hier überhaupt nicht aus. Ja. Also was würdest du jemandem sagen, der auch die Kultur und alles, was damit zusammenhängt hier, nicht kennt? Ja, da gehöre ich übrigens auch dazu. Also, du bist ja auch kein Kölner. Nein, überhaupt nicht. Ich komme aus Bayern. Da hätte man ja gescheit reden können. Ja, aber ich habe, ja, also Köln, nee, kenne ich auch nur quasi aus dem Fernsehen. Letztendlich so, aber ich wachse jetzt mittlerweile ein bisschen rein. Wir haben ja jetzt vor einem Jahr schon begonnen, schon vor über einem Jahr natürlich, mit Himmel und Kölle, und ja, irgendwann lerne ich das schon noch kennen. Jetzt bin ich am 11. jetzt mal auch mal hier. Bleibst du hier, um dir das... Ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen hier, mhm, genau. Wir haben leider keine Vorstellung, aber trotzdem, ich werde mal in der Stadt sein. Und was Himmel und Kölle ist... ich beschreibe erstmal, was passiert. Ich spiele einen jungen Pfarrer, der gerade fertig ist mit dem Priesterseminar und nach Köln versetzt wird, obwohl er sich eigentlich in ein kleines, ruhiges Dorf mit einfachen Bedingungen wünscht, wird er nach Köln versetzt und lernt dort gleich in den ersten zwei Tagen alle möglichen skurrilen Facetten von Köln kennen. Er trifft dort auf eine junge Frau, die schwanger ist von jemand anderem, aber am nächsten Tag eigentlich ihren Mann heiraten soll, und er hilft ihr, und dann streifen sie so durch, bei diesem Hilfsversuch, durch Köln und treffen auf die merkwürdigsten Menschen und Situationen, und es ist wirklich fantastisch geschrieben. Mhm. Wer hat es geschrieben? Das ist Moritz Nettenjakob und Dietmar Jakobs, mhm, die zwei
Autoren und Andreas Schniermann die Musik geschrieben. Großartig, wirklich. Also es entspricht, als ich es gelesen habe, weiß ich noch, für das Reading, ich habe es gelesen und dachte mir während dem Lesen schon, ah, okay, das könnte so und so sein und das könnte so und sein. Also ich wusste ungefähr schon, was sie damit meinen, mit diesem Humor und wie der zu bedienen ist. Mhm. Es ist mir wirklich leicht gefallen, da irgendwie einen Zugang zu finden. Okay. Das ist nicht immer so bei mir. Manchmal weiß ich auch überhaupt nicht, wie ich da rangehen soll, aber irgendwie der Elmar, wie meine Rolle heißt, Elmar Neuhaus, den habe ich recht schnell verstanden. Was kann ich noch dazu erzählen? Die Musik ist komplett neu geschrieben. Also es ist keine Jukebox in irgendeiner Art und Weise, sondern... Es ist alles neu geschrieben. Und der letzten Karneval zum Beispiel haben wir eine Nummer aus unserem Stück. Der druckelt sich zurecht. Das kenne sogar ich. Ja, genau. Und das ist das Ding. Das haben wir dann in den Karneval, in den Wettbewerb mitgegeben, weil dort immer die besten Karneval-Songs gekürt werden. Und da sind wir tatsächlich auf Platz 3. Ja, fantastisch. Ja. Und es passiert mittlerweile auch immer öfter, dass Leute tatsächlich dann auch anfangen mitzusingen bei dem. Wir haben heute Abend schon eine Aufgabe. Ja, genau. Hoffentlich schaffen wir es heute. Super. Genau. Und sind dir tatsächlich solche Leute auf der Straße hier in Köln begegnet, die ihr da im Stück zitiert? Jedes Mal, wenn ich in Köln bin. Also dieses Stück spiegelt, glaube ich, Köln so schön und ehrlich wider. Also ja, wirklich. Also egal, ob es so Banalitäten sind wie, ich gehe hier auf den Fußgängerwegen wirklich wesentlich vorsichtiger als in einer anderen Stadt. Weil die Radfahrer hier einfach Kamikaze fahren. Oh, okay. Ja. Also gebremst wird nicht Ich meine, wenn du auf dem falschen Weg bist, bist du im Weg. Freiwillig. Okay, ja, gut, genau. Ich verstehe. Ja. Und es zeigt wirklich auch von den Charakteren, die da drin vorkommen. Es sind schon, es spiegelt Köln schön wieder. Und ich glaube, das merkt man auch an der Reaktion des Publikums. Ich glaube, die fühlen sich genau getroffen und aber auch schön wieder. Also nicht verarscht, sondern genau, schön porträtiert. Genau, ja. Wenn du sagst, eben du bist Stadttheaterkind und du kannst den Kölnern was abgewinnen, kommst aber eigentlich aus Bayern, dann hast du ja eigentlich wahrscheinlich schon im deutschsprachigen Raum ganz, ganz viele Ecken von Deutschland gesehen, oder? Ja. Gibt es da welche, wo du dich besonders zugehörig fühlst oder wo es schneller ging, dass du dich einlebst als in anderen? Oder ist das alles ungefähr das Gleiche? Das würde ich jetzt gerade gar nicht so sagen, dass da ein Unterschied ist. Das habe ich eigentlich nicht so. Ich sehe es nicht so, dass die so und so sind und die so und so. Also selbst wenn man sagt, die Kölner sind so, gibt es so oder so, solche und vor allem kommt es meistens darauf an, wie ich den Leuten begegne. Also so kommt es mir auf jeden Fall immer vor. Deswegen glaube ich, ist es gar nicht so davon abhängig, wo ich bin. Ich habe leider noch nie wirklich im süddeutschen Raum gearbeitet. Auch, ich habe auch noch nie in Österreich gearbeitet. Ich glaube, das ist so der Heimatfluch. Ja, echt? Wahrscheinlich, ja. In München? Nee, noch leider nichts? Noch nicht. Nee, nee. Kann ja, da warte ich noch drauf, ja. Hallo Herr Köpplinger, das ist eine Aufforderung. Aber das war schon wieder ein Goldsatz, den du da gesagt hast, dass es ganz viel eigentlich mit einem selber zu tun hat, wie du wohin kommst, ob du offen bist, ob du dir einfach anguckst, was passiert oder schon mit so vorgefestigten Meinungen irgendwo hinkommst dann. Oder? Ja, ja, also das ist meine Erfahrung, eigentlich immer, wenn ich irgendwo hinkomme. Es kommt darauf an, was ich daraus mache. Ja, genau, das gleiche mit den Produktionen. Mhm. Dass ich gar nicht sagen könnte, okay, in dem Haus ist es immer so oder in dem Haus ist es so. Ja, eben. Ne? Man darf sich da nicht so schnell irgendwie, also die Leute und Häuser alles in Schubladen stecken und dann irgendwie abhaken, sondern einfach immer wieder. Genau, ja. Wie machst du das? Immer wieder resetten? Ich würde mal behaupten, dass ich sowieso so auf Situationen oder Umstände zugehe und manchmal verliere ich das auch rutsche dann in irgendwelche dunklen Löcher ab, aber
wie gesagt, ich versuche dann, wenn ich das bemerke ich manchmal eine ganze Zeit noch nicht. Da kriege ich dann Gott sei Dank irgendwann Feedback von Leuten um mich herum manchmal, ja, weil es mir gar nicht so auffällt. Aber dann kriege ich mich doch wieder da rausgezogen, eben unter anderem mit so etwas, also entweder passiert mir eine Pause oder ich sage, okay, ich fange jetzt wieder an, konsequent meine Routine. Das ist meistens morgens, wo ich entweder meine Atemübungen, Meditation oder Yoga mache. Und wenn, das hilft mir dann wieder. Das ist ein total schöner Gedanke, dass wir zwar keine Routine in unserem Job haben, aber eine Routine haben, die wir mitnehmen können. Das ist genau. Egal, absolut, wo du bist. Richtig, ja. Weil tatsächlich, ja, ich weiß, manche Leute killt Routine, aber ein bisschen brauchst du einfach total, sonst. Total. Und gar nichts mehr. Apropos, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Du hast mir in Bad Hersfeld von etwas erzählt, von etwas, was dein, ich weiß nicht, wie du es beschrieben hast, aber was dein Pfad zum Glück ist. Oh Gott, das klingt ja pathetisch, aber dass du eben diesen deinen bestimmten Rhythmus einhältst mit Kalender oder mit etwas, nachdem du, was dir wichtig ist in deinem Leben, sodass der dich daran erinnert, dass du das auch machst. Meinst das? Und ich muss da hinschauen. Mit Herzens öffnen und mit Ideen tanken. Und ja, genau. Sowas. Und dich bei Leuten wieder melden und die auch in einem bestimmten Rhythmus. Genau, und sowas. Genau, genau. Das ist auf der nächsten Seite. Toll. Ja. Ja. Weil, ja, so etwas, was ich einfach gemerkt habe, ist mein Glück oder meine Zufriedenheit, wenn ich irgendwo bin, in der Produktion oder ob ich irgendwo rumreise, davon abhängig zu machen, was mir dort passiert und sowas, ist immer risikoreich und kann eben auch daneben gehen. Und aber wenn ich quasi so die Basis oder die Erde, in der ich wachse, quasi immer mitnehme um mich herum, ja, wie du gesagt hast, ja, also das Mitnehmen und da eine Routine aufrechterhalte, ja, schützt mich das cool vor etwas. Das ist natürlich, ich muss dazu sagen, es ist also für mich, so wie ich mit meiner Konsequenz aufgestellt bin, ist es manchmal schwierig, einfach weil sich mein Tagesrhythmus einfach so gravierend ändert, je nachdem. Dann muss ich da mal um 5 Uhr morgens in den Zug und dann, ja, kann ich wieder, auf einmal ist gar nichts mehr für 4 Tage und das wieder und das, ja, wieder. Das ist ein bisschen, für mich ein bisschen schwierig, da eine Regelmäßigkeit reinzukriegen, aber ich versuche es. Das ist doch voll gut. Ja, das ist aber, glaube ich, einfach menschlich. Ja, es tut gut. Ja, total, genau. Ja, ja, aber du hast ja dann ein tolles System. Immer, I try. Aber es ändert sich auch manchmal. Eben dann kommt ein Partner dazu. Ja. Und auf einmal hat der aber morgens, so möchte der mit dir beim Kaffee sitzen und noch reden. Und dann ist es so, wo brauche ich das jetzt sein, wenn ich doch eigentlich Ruhe brauche oder so. Ja, ja, muss man einfach dann versuchen. Genau. Aber ja, lustigerweise, das habe ich zum Beispiel, das ist entstanden, als ich ganz, ganz, ganz alleine war. Als ich mal auch die Chance hatte, eben auch mit dem vielen Herumreisen und so, die Chance hatte, überhaupt zu gucken, unabhängig von allen anderen, unabhängig von Job, unabhängig von Partner, was ist es denn, was ich wirklich brauche? Mhm. Weil oft hast du die Chance gar nicht, weil so viel von außen auf dich einstürzt, ja, und Bedürfnisse von da und Anforderungen von da. Ja, es war auch ein Glück, dass man es dann halt einfach zu dem Zeitpunkt nutzen konnte. Aber ja, aber auch solche Zeiten zu nutzen, das ist halt auch etwas. Merke ich auch an mir, manchmal nutze ich diese Zeiten nicht, in denen auch einfach mal Ruhe ist und baller mich wieder zu mit irgendwelchen Aktivitäten. Das ist etwas, was ich merke in diesem Job. Ich gerate in so einem Rhythmus. Ich fange an, super schnell zu schwingen und, und das ist dann auch schwierig runterzufahren, wenn dann auch einfach mal nichts ist. Mhm. Und aus diesem Hamsterrad rauszukommen, gelingt mir ehrlich gesagt nicht immer. Aber in den Momenten, wo es mir gelungen ist, ist es einfach ist es eine komplett andere Welt. Ist das das Loch, was du vorher gemeint hast? Das kenne ich. Dieses, eben, wir beide reden miteinander. Ja. Ich glaube schon, alleine seitdem wir hier sitzen, hat sich einfach so die Frequenz, wie schnell wir reden, der Energiefluss, ja, so gefühlt verdoppelt. Ja. Und jetzt bist du ja auch beim Job die ganze Zeit um solche Leute rum, mit denen das so geht, weil wir einfach mit expressiven Energien arbeiten die ganze Zeit. Klar, ja. Ich glaube, dass es was damit zu tun hat.
Und wir hatten es jetzt ganz vor kurzem erst bei mir in der Garderobe, dass die Leute meinten, sie haben oft dieses Loch, wenn sie aus diesem Wow und wir machen und wir tun. Und dann kommst du nach Hause und dann ist nichts. Ja, total. Total. Also von Anfang an war das so. Also ich, nach den ersten Engagements, die ich hatte, dann diese Probenzeiten, wie ich eben vorher gesagt habe, dass diese Produktionen immer meine Babys waren. Ich, egal welche Rolle, auch wenn ich da irgendwo der Baum hinten links war, dann habe ich versucht, diese Äste darzustellen. und dann aus dieser Probenzeit wieder rauszufallen und dann seine 1 bis 3 Vorstellungen im Monat zu haben, hat mich immer so fallen gelassen. Und da habe ich immer eine Zeit gebraucht, bis ich mich wieder drappelt habe und wieder irgendetwas anderes für mich gefunden habe, was mir so eine gewisse, ja, einen Halt damals auch gegeben hat. Weil, ja, da kommt natürlich dazu, dass ich eben nicht diese Konsequenz habe, einfach etwas für mich durchzuziehen. Das mache ich immer, das bin ich. Und dann stürze ich mich da rein und dann falle ich da wieder raus, stürze ich mich da wieder rein. Und so ist es immer noch in gewisser Weise geblieben. Also selbst wenn es nur kurze Phasen sind, wenn ich mal eine Woche lang keine Vorstellungen habe, ja, sind die ersten 2 Tage immer erstmal, da weiß ich, okay, jetzt muss ich aufpassen. Mhm. Und jetzt hast du ja aber ein permanenteres Projekt. Ja, genau. Wo du jetzt auch nach 6 Wochen nicht sagen kannst. Richtig, ja. Das war's. Und deswegen passiert mir das Gott. Glücklicherweise auch momentan nicht, weil meine Tochter ist 6 Monate alt. Oh mein Gott, ja. Gratuliere. Ja, vielen Dank. Und das schießt mich in sämtliche Höhen, wenn ich wieder nach Hause komme und sie sehe. Was passiert? Oh. Also inwiefern ist dieses Baby anders zu deinen Produktionsbabys? Das ist gewaltig anders. Ich meine, natürlich denkt man, dass man so mitgestalten kann, aber so fühlt sich es überhaupt gar nicht an, sondern es fühlt sich eher so an, als wäre ich wie so eine Art Beobachter oder als würde ich sagen, okay, ich versuche dir hier ich versuche dir zu helfen, wo ich kann und beobachte dich dabei, was daraus wird. Und es ist nicht so dieses, es fühlt sich nicht so aktiv an wie die anderen Babys, an denen ich was gestalte und arbeite, sondern ich bin begleitender Helfer. Ja, schön gesagt. Ja. Aber die Leidenschaft ist die gleiche, so wie deine Augen gerade blitzen. Ja, ja. Ach, ja, es ist großartig. Dieses kleine Mädchen ist einfach fantastisch. Ja. Gibt mir sehr viel. Das ist der Hammer. Ja. Wie ist es als Jungpapa, das unter einen Hut zu kriegen, mit dem Job? Oh, super schwierig. Also vor allem, ich bin ja jetzt meistens immer so eine Woche dann, also mindestens eine Woche hier in Köln, dann eben noch die Fahrt nach St. Gallen und nach Braunschweig und sowas. Also ich bin, jetzt war ich zwar gerade eine Woche zu Hause, was wirklich sehr schön war, aber davor war ich 1,5 Wochen unterwegs. Mhm. Und ja, Gott sei Dank gibt es Smartphones, dass ich die Kleine wenigstens sehen kann und hören kann. Ja. Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das früher gemacht hat. Das ist so eine Hilfe. Ja, ja. Das ist trotzdem schwierig. Es ist nicht das Gleiche, wie wenn ich sie auf dem Arm habe. Hast du dir so Eckpunkte gemacht, die du sagst, wenn es zum Beispiel jetzt dieses Arbeitspensum überschreitet, das würdest du nicht machen? Oder ganz wichtige Events für die Kleine, die du nicht verpassen möchtest? Ja, oder? Ja. Das habe ich tatsächlich vorher schon mit Sperrterminen eingeplant. Allerdings, also das Pensum, was ich jetzt an Vorstellungen diese Spielzeit habe, jetzt bis Sommer nächsten Jahres, ist wirklich viel. Also auch für das letzte Jahrzehnt habe ich, glaube ich, noch nie so viele Vorstellungen gehabt. Auch mit so viel rumfahren wahrscheinlich schon, aber einfach die Anzahl der Tage, die ich nicht zu Hause bin, ist, glaube ich, so hoch wie noch nie. Und da bin ich jetzt gerade dabei, für die nächste Spielzeit, die kommende, einfach schon zu schauen, was unbedingt notwendig ist und vielleicht auch einfach etwas mal nicht zu machen. Mhm. Was gar nicht so leicht ist. Ja, klar. Ja, klar. Wahrscheinlich für uns Darsteller sowieso, weil wenn irgendwas kommt, okay, ja klar, mache ich und versuche ich irgendwie einzubauen.
ich gerade dabei abzuwägen, was, mhm. was noch sinnvoll ist und was, was notwendig ist, aber mhm. ja. Was ist denn etwas, was du ihr gerne mitgeben möchtest? Weißt du schon? Oh, das ist noch ein bisschen früh, sie ist 6 Monate. Was kann ich ihr mitgeben? Oh Gott, was? Große Frage. Oh, ich würde ihr sehr gern sehr viel mitgeben. Also, mitgeben. Also, wie ich das vorhin gesagt habe, ich weiß gar nicht, was ich ihr mitgeben will. Also, was ich wirklich gerne schaffen würde, ist, es quasi so jemand zu sein für sie, der ihr, wenn sie Interesse an irgendetwas entwickelt, den Rücken frei hält. Mhm. Dafür. Da weiß ich gar nicht, ob ich jetzt etwas explizit sage, okay, ich würde ihr gerne mitgeben, dass sie eine kreative Ader in sich entdeckt oder so etwas. Ich glaube, dass all das, und vielleicht hatte ich da eben auch Glück, dass das sich bei mir entwickelt hat, aber dass all das, was ein Mensch machen will oder was in ihm steckt, letztendlich davon abhängt, ob er die Möglichkeit dazu hat. Mhm. Und das würde ich Lilly einfach gerne ermöglichen. Dann habe ich noch 4 Fragen zum Schluss für dich. Okay. Die stelle ich allen Leuten. Und zwar, was ist dein liebster Ort im Theater? Und ich weiß, es ist schwierig, weil du an so vielen Theatern bist, aber hast du einen? Nee, weil ich bin sie gerade durchgegangen. Okay, ist es die Garderobe? Ja, manchmal fühlt sich total schön an da drin. Ist es auf der Bühne? Ja. Center Stage vorne? Okay, fühlt sich manchmal super an. Aber manchmal ist es auch total gut, in der Gasse zu stehen und dann noch ein bisschen Zeit zu haben. Kantine ist auch manchmal großartig, wenn das Essen nicht so schlecht ist. Der schönste Ort. Also, ja, es ist tatsächlich natürlich situationsabhängig, aber es ist wirklich auf der Bühne, würde ich sagen. Auf der Bühne, wenn man schöne Sachen machen kann. Es kann aber auch ein ganz schrecklicher Ort sein. Also deswegen könnte ich das jetzt gar nicht so pauschal sagen, ja. Also eine eindeutige Antwort kann ich dir darauf leider nicht geben, weil es, also ich würde jetzt wahrscheinlich auf der Bühne sagen, aber ja, meistens, sagen wir mal so, meistens auf der Bühne. Gut, das ist noch schwieriger. Mhm. Hast du ein liebstes Geräusch? Oh Gott, ja, jetzt wird es ein bisschen cheesy, aber gerade... meine Tochter fängt gerade an, ihre Stimme zu entdecken. Und das sind zuckersüße Geräusche, die sie macht. Oh, ich meinte eigentlich im Theater, aber das ist auch ja. sehr süß. Warte mal, im Theater? Ein Geräusch im Theater? Ein Geräusch im Theater. Was gibt es denn für Geräusche? Es gibt den Gong, es gibt die Ansage, es gibt Knacken in den Mikroports. Lieblingsgeräusch. Ist mir noch nie aufgefallen. Hast du sowas? Hast du ein Lieblingsgeräusch? Ich glaube, ich bin auch der absolute Durchschnitt und sage, wenn sich das Orchester einstimmt. Ah, ich liebe das. Mhm. Schau, sowas haben wir jetzt bei Himmel und Kölle gar nicht. Oh, damn. Da haben wir eine Band. Wobei, das stimmt schon und ich kann nachvollziehen, was du meinst, weil jedes Mal, wenn ich ins Theater komme, dann ist irgendwie der Schlagzeuger schon da und macht seine Drum Rolls. Ja. Zum Einspielen. Und das ist so etwas, ah, okay, der ist schon da, okay, es läuft alles und es wird sich jetzt aufgewärmt und so etwas. Ja. Und tatsächlich, weil es gestern passiert ist, ich finde ganz, ganz krass, wenn ein Moment entsteht und ein ganzes Theater still ist. Oh, ja. Wenn so, keine Ahnung, wie viele 100 Leute auf der Bühne, hinter, also Publikum und alles, wenn so ein Moment ist, wo alle gefühlt den Atem anhalten und du hörst, nichts. Richtig, das ist eine der schönsten Stillen, die es gibt. Total, total, ja. Ich weiß, was du meinst. Hatte ich schon ein paar Produktionen, wo es einfach, wo man so eine einheitliche Aufmerksamkeit auf einmal hat von allen. Ja. Ja. Wir haben dafür bei Himmel und Kölle was ganz Schönes. Ich hoffe, ich verrate damit nicht zu viel, aber es gibt, wir entdecken in diesem Stück, also Elmar und Kati, diese junge Frau, die er da trifft, erzählt, Kati ist Kölnerin und in Köln aufgewachsen, und die erzählt ihm, dass man in Köln Lieder einfach anfangen kann zu singen und die
Häuser in Köln sind eben so zueinander aufgestellt, dass sie dann das Echo diese Lieder zu Ende singen für einen. Und das funktioniert tatsächlich in unserer Produktion. Gott, wie schön. Dann fängt sie ein Lied an zu singen und der ganze Saal singt das Lied zu Ende. Und das funktioniert eben hier in Köln. Oh, das ist ja großartig. Es ist zwar nicht ein Geräusch, aber das sind ganz viele Geräusche. Aber das ist ein richtig poetisches Geräusch. Super schönes Geräusch. Cool, nice. Das gefällt mir. Ja. Vorletzte Frage. Okay. Gibt es noch eine Rolle, die du unbedingt spielen möchtest? Oder was ist deine Lieblingsrolle, die du vielleicht schon gespielt hast, wo du sagst, immer wieder, oder wo du sagst, die steht noch auf meiner Bucketlist? Ich habe jetzt diesen Sommer Toni gespielt. Mhm. Und dachte, das müsste ich unbedingt mal gemacht haben. War auch wirklich toll. Ich glaube, ich habe mich so reingestresst in diese Rolle und so eine Erwartung an mich gehabt, dass ich es gar nicht wirklich genießen konnte. Okay. Was mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, sind zwei Rollen gewesen, neben der, die ich jetzt gerade spiele. Also Elmar ist wirklich eine... Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich das gerade spiele und weil diese Produktion gerade läuft, sondern das spiele ich schon extrem gerne. Ich mag den Elmar sehr, sehr, sehr gerne. Aber was mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, ist erstmal Sweeney Todd. Mhm. Wegen dieser düsteren und diesem merkwürdigen Humor, der da drin ist und die Musik. Oh, die Musik. Ja, ja. Und was mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, ich habe auch Higgins gespielt. Ja. So eine ganz junge Version davon, aber das hat mir wirklich auch sehr viel Spaß gemacht. Und was ich noch gerne spielen würde, ich glaube nicht, dass ich das gerade so sagen kann, weil es wirklich immer davon abhängt, was man daraus macht und was man daraus machen darf. Auch. Ja, natürlich, ich würde auch ganz gerne mal, weiß nicht, Joe Gillis mal, oder Billy Flynn hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es gibt sicher noch ein paar Sachen, die ich jetzt genau gerade gar nicht so benennen kann, aber ich glaube, das, ja, was für mich immer davon abhängt, was ich daraus mache. Das ist doch eine sehr, 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 sehr gesunde Antwort und gute Einstellung, weil man sich dann eben auch die Box gleich wieder aufmacht und sagt, ja, vielleicht ist das jetzt auf den ersten Blick gar nicht die Traumrolle, aber nee, mach genau. Was raus. Absolut, richtig, ja. Genau, und vor allem egal, zum Beispiel, was ich vorhin erzählt habe, diese erste Herproduktion, die ich hatte, da habe ich zwar ab der zweiten Spielzeit dann den Claude gespielt, also die eine Hauptrolle, aber die erste Spielzeit war, da habe ich Steve gespielt, eine Erfundene im Ensemble. Ja. Und das war... Also, okay, das könnte ich vielleicht sagen. Das war, glaube ich, meine Lieblingsrolle. Okay. Ich hatte so einen Spaß, weil ich meine, Herr bietet dann die Möglichkeit, wirklich recht frei zu sein in dem, was man auf der Bühne macht, solange man ein paar Stationen eben immer wieder einhält. Ja. Und das habe ich so genossen und so ausgelebt auch. Ja. Und Steve hat mir wirklich sehr viel Spaß. Das ist so ein bisschen so eins der Highlights. Ja. I love it. Das war irgendeiner, der hatte kaum Sätze oder so irgendwas, aber... was ich da machen konnte und ja das war sehr gut. Das sollte man auch nie verlieren, auch nicht bei Long Run Produktionen. Ja. Erstmal sich selber hinbringen und dann machen die so, genau. Bis es passt, aber immer, weil wenn du dein Herz und dich selbst nicht zuerst bringst und dann die Rolle machst, dann hat sie keinen Core. Ja. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Mhm. Und die letzte Frage. Ich habe früher immer gefragt, ob du ein Motto hast. Aber jetzt würde ich die Frage eher so formulieren, wenn der nächste Lockdown kommt oder sowas und jemand überlegt, aufzuhören und zu sagen, also es muss jetzt auch kein Musical-Darsteller sein, sondern einfach sagt, ich weiß gerade nicht weiter. Was würdest du so jemandem raten? Was würdest du so jemandem sagen? Ich würde, weil ich mich darin auch gerade ganz gut sehe, in dieser Situation, ich würde sagen, versuch, bevor du eine Entscheidung triffst, erstmal zur Ruhe zu kommen. Und das meine ich großflächiger, als es klingt. Und zwar, weil zur Ruhe kommen ist super schwierig. Ich habe das auch an mir selbst gemerkt in dem letzten Lockdown, jetzt über den Winter, über den letzten, dass ich ja nicht wirklich nichts zu tun hatte, aber überhaupt nicht zur Ruhe gekommen bin. Also obwohl ich mich mit allen möglichen Sachen selbst beschäftigt habe und sowas, aber
ich bin nicht ruhig geworden, sondern ich habe mich die ganze Zeit auf diesem Pegel quasi wie gehalten. Mhm. Zwar ist mein Körper nicht mehr ganz so gefordert worden und sowas, aber ja, weil nach meiner Erfahrung so Entscheidungen, die man trifft über irgendwelche Veränderungen oder ja, grobe Richtungswechsel, am gesündesten getroffen werden können, wenn man eine gewisse Ruhe in sich hat. Und dann, also ich sehe dann auch viel klarer, wo es lang gehen soll. Was, ob das nicht vielleicht gerade einfach nur eine komische Phase ist oder irgendwas anderes, wo es gerade quer hängt, was sich dann wieder auf irgendwas anderes auswirkt. Mhm. Was bei mir auch oft ganz, ganz oft der Fall ist, dass es gar nicht unbedingt meine Frustration mit irgendeiner Produktion oder sonst irgendetwas ist, sondern da zwickt es irgendwo da hinten, was ich gar nicht bemerke, mhm, und dann wirkt sich das auf dieses Thema aus. Mhm. Und das bemerke ich meistens nur, wenn ich ruhig werde. Mhm. Und wenn ich ruhig werde, dann kann ich auch bessere Entscheidungen treffen. In der Ruhe liegt die Kraft. Also, wenn bei euch die nächste große Entscheidung ansteht, einfach mal tief Luft holen und an dieses wunderbare Gespräch denken. Markus, ich danke dir von ganzem Herzen. Tja, und weil doppelt bekanntlich besser hält, habe ich auch gleich noch einen zweiten Podcast-Gast für euch interviewt während meines kleinen Aufenthalts bei Himmel und Kölle. Und zwar keine geringere als die Preisträgerin des Deutschen Musicalpreises für die beste Nebenrolle, Vera Bolten. Diese Folge gibt's im Dezember für euch auf die Ohren, also schaltet wieder ein und seid mit dabei. Ich freue mich auf euch. Bis dann!